Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir wieder einen Blick zurück auf die Neuzugänge aus dem Februar 2019 und stellen uns gemeinsam die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Laut meinem Unterlagen sind 11 Bücher im Februar bei mir eingezogen. Ich bin mega gespannt, welche Bücher das waren, welche ich davon schon gelesen habe, was in Erinnerung geblieben ist und welche Bücher vielleicht noch auf dem Sub liegen. Ich wünsche uns jetzt gemeinsam viel Spaß beim Rückblick und immer wieder beeindruckt, wie lang die Haare gefühlt jetzt einfach tatsächlich in einem Jahr geworden sind. Es ist ja immer noch ein bisschen komisch. Ich weiß noch nicht, ob es mir wirklich so gefällt, aber ja, auch dunkler sind sie ja mittlerweile, ne? Aber ja, ich finde, die kurzen Haare standen mir aber auch ganz gut. Ja, das erste Buch, was eingezogen ist, ist von Erik Kellen. Nimmerherz war, glaube ich, der 5. und letzte Teil, wenn ich mich nicht irre, das Ende aller Pfade. Und das ist für mich ja wirklich eine High-End, High-Fantasy-Reihe, die wirklich seinesgleichen sucht. Ist ein toller Stil, eine tolle Welt, spannend, packend. Eine Idee des Nimmerherzes, die ich großartig fand, die mich gut unterhalten hat. Besonders Teil 1, 2 und auch 4, 5 waren wirklich Highlights für mich. In der Mitte tatsächlich Teil 3 war so ein bisschen der schwächere, aber mir hat die Reihe insgesamt super gut gefallen und ich mag den Stil von Erik Kellen. Ich mag es, wie er seine Charaktere erschafft, wie er seine Welten erschafft, wie er uns die bildhaft erzählt, wie er da wirklich so viel Leben reinbringt und ich finde das wirklich großartig. Dann ist von J.K. Rowling Grindelwalds Verbrechen bei mir eingezogen. Das ist ja das Drehbuch zu Fantastische Tierwesen 2. Der Film ist ja, glaube ich, Ende 2018 dann im Kino gelaufen. Ich weiß gar nicht, bis wann wir jetzt auf den dritten Teil der Reihe warten müssen. Ich glaube sogar noch bis 21. Ein Buch, also ein Drehbuch, was wirklich ja, jeden Dialog, jeden Kameraschwenk sozusagen präsentiert. Ich weiß, dass viele mit diesen Drehbüchern nicht so viel anfangen können. Ich fand es aber tatsächlich ganz spannend, weil man da einfach auch mal Dinge nachliest, die einem im Film vielleicht zu schnell gehen. Also habe ich gelesen, hat mir ähnlich wie beim ersten Teil sehr gut gefallen. Dann kommt Der Klang der Täuschung von Mary E. Pearson. Das ist der Auftakt ihrer neuen Reihe der Chroniken der Hoffnung. Ich mochte ja Der Kuss der Lüge und diese Reihe unfassbar gerne. Ich mochte auch Der Klang der Täuschung. Das war für mich aber tatsächlich nur so ein Okay-Buch. Also es konnte mich nicht so vom Hocker hauen, wie es bei Der Kuss der Lüge war. Und ich finde, der Auftakt einer Reihe muss einen schon ganz speziell fesseln und packen, damit man dranbleibt. Ich hatte jetzt auch den zweiten Band gar nicht irgendwie im Blick, ob der schon da ist, ob ich den jetzt schon mir besorgen könnte. Ich wüsste auch jetzt gar nicht mehr, ob ich überhaupt weiterlese. Ich glaube, ich habe für mich so beschlossen, wohl eher nein, jetzt wo ich so darüber nachdenke, weil ich tatsächlich den Auftakt nur okay fand. Allerdings die Cover der Bücher von Mary E. Pearson gefallen mir super gut. Das fand ich schon bei ihrer ersten Reihe toll, als man eben diesen Hintergrund hat mit den Frauenfiguren davor. Aber ja, Der Drachenbeinthron von Ted Williams ist mir mehrfach empfohlen worden, habe ich dann als Hörbuch gehört. Ich mochte es auch soweit ganz gerne, war aber für mich jetzt auch keine Reihe, die mich total gepackt und gefesselt hat, sodass ich dann auch gar nicht mittlerweile weitergehört habe. Ich finde, das ist immer ein Zeichen von Büchern, von Auftakten, wenn es einen direkt weiterzieht und man sich vielleicht sogar schon den zweiten Band direkt holt, wenn es den denn schon gibt, da merkt man schon den Unterschied, ob einen eine Reihe gepackt hat, gefesselt hat. Es kann eben auch einfach gute Bücher geben, die aber einen eben nicht so überzeugen, um dann weiterzulesen. Deswegen ist das Buch per se nicht schlecht, es ist auch High Fantasy mit einer Reise, mit ganz speziellen Charakteren, mit so einer Aufgabe. Und auch ein Protagonisten, ich glaube, mit dem ich nicht ganz warm wurde. Ja, es war okay, aber viel mehr kann ich tatsächlich zur Reihe auch nicht mehr sagen. Der Weiße Ahorn ist der Auftakt der Breitenbach-Saga gewesen von Mina Bates. Ich glaube, ja. Habe ich gelesen, mochte ich aber tatsächlich nicht so richtig. Ich glaube, ich habe das Buch auch abgebrochen, weil es für mich gar nicht irgendwie in Richtung Clifton-Saga gegangen ist. Auch die Hansen-Saga hat mir zu Beginn noch gut gefallen und ich hatte mir sowas ein bisschen erhofft. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welche Richtung dieses Buch ging, was es mit den Ahornen so auf sich hatte. Sind wir da nach Kanada? Ich bin mir gerade unschlüssig. Ja, leider irgendwie nicht meins, ist mir auch gefühlt nicht mehr gut in Erinnerung und ich glaube auch einfach, dass ich das Buch dann abgebrochen habe, weil sonst wüsste ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr.
Aber ja, vom Cover her sehr ansprechend und ich bin halt so ein Fan von diesen historischen Saga, wo man eben Charaktere durchaus eine längere Zeit begleitet, aber das war irgendwie nix. Ganz anders, Warcross, neue Regeln, neues Spiel von Mary Lou. Ist das der zweite Teil gewesen? Ich glaube ja, das müsste der Abschluss der Reihe gewesen sein, wenn es nicht der erste Teil war. Eine grandiose Reihe, die ich einfach... Hammer fand. Also Mary Lou kann für mich schreiben, ich muss wohl endlich mit Legend anfangen. Sie hat mich ja schon mit Young Elites total begeistert und gefesselt und auch mit Warcross diese Idee, dass man ein Spiel spielt über ja im Grunde diese Brillen und dass man in eine andere Welt eintaucht dadurch und wirklich da drin steckt und sich das Fiktion, diese Welt und die echte Welt dann irgendwie mixt und Plot-Twists, auf die ich nie gekommen wäre. Eine Hammerreihe, wirklich auch ein Highlight aus dem letzten Jahr und beide Bücher stehen bei mir im Regal und ach, ganz toll. Auch richtig schön war Kolibri-Sommer von Franziska Erhardt. Ich hatte, glaube ich, vorher von ihr diese Sache mit Paris gelesen und dann ist Kolibri-Sommer bei mir eingezogen. Ein wunderschönes Cover und auch die Geschichte war richtig schön. Sie war halt so wohlig, entzückend, so ein bisschen Sommerstimmung und das wahrscheinlich direkt mitten im Februar, März habe ich auf jeden Fall letztes Jahr auch gelesen. Hat mir richtig gut gefallen. Aktuell habe ich ja auch ein Buch von Franziska Erhardt gelesen im Februar und ich mag die Autorin super gerne. Ich habe bisher keine Enttäuschung bei ihr, freue mich jetzt schon, sie dann auch auf der Messe mal zu treffen und ja, ich bin ein kleiner Fan ihrer wohligen Sommerbücher und ja, auch die Notting Hill-Reihe, also das letzte Buch, was ich von ihr gelesen habe mit den Büchern in der Buchhandlung und anderen Schlamasseln, war auch richtig schön. Dann ist Neubeginn in Virgin River bei mir eingezogen von Robin Carr, das ist der Auftakt der Virgin River-Reihe, habe ich im Januar gelesen, zusammen mit der lieben Becky, bevor ich dann auch die Serie gesuchtet habe. Die habe ich ja in meiner Krankheit gesuchtet. War eine Empfehlung von der lieben Ruth, die auch schon gesagt hat, wenn ihr die Serie schauen wollt, lest mindestens Teil 1 und Band 2. Ich fand die Geschichte gut und schön, aber sie war jetzt auch keine Buchgeschichte, die mich irgendwie weiter mitnehmen würde. Also ich glaube nicht, dass ich da weiterlesen werde. Mir hat die Serie dafür umso besser gefallen und es sind ja, glaube ich, mittlerweile 20 Buchbände und das finde ich schon echt beeindruckend, was eine Autorin in 20 Bänden also da erzählen möchte. Wir sind ja in diesem Städtchen in Virgin River und begleiten verschiedenste Charaktere und ja, unter anderem eben hier auch eine Ärztin, die das Leben in Los Angeles satt hat, die ihren Mann auch verloren hat und die da eben neu anfangen möchte und die trifft dann auch auf den Barbesitzer. Und es sind diese zwischenmenschlichen Geschichten, die ich ganz gerne mag. War auch schön zu lesen, aber mehr auch nicht. Kenya Valley von Cat Gordon war eine Empfehlung von einem guten Freund von mir. Konnte mich tatsächlich nicht ganz so begeistern. Ich weiß gar nicht, ob ich es beendet habe oder abgebrochen hatte. War vom Cover natürlich absolut Hammer. Wurde auch als ein bisschen als kenianischer großer Gatsby beworben. Für mich war es zum Teil, soweit ich mich erinnere, unfassbar langweilig. Also ich kam irgendwie mit dem Jungen, der da irgendwie unterwegs war, überhaupt nicht zurecht. Aber ich kriege es auch gedanklich nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur, dass das Cover um einiges schöner war als die Geschichte selbst. Und ich glaube tatsächlich, dass ich sie abgebrochen habe, obwohl ich eigentlich schon wollte, dass es mir gefällt. Weil wenn das natürlich eine Empfehlung von einem lieben Freund ist, dann denkt man sich, ja, also wenn dem das gefällt, muss es dir ja auch irgendwie gefallen. Aber ja, Cover, wunderschön, aber mehr steckte tatsächlich in dem Buch auch nicht. Und ich selbst war ja auch schon in Kenia. Ich habe da auch, glaube ich, kein Kenia-Feeling gespürt. Ich weiß nicht, ob es an meinem Urlaub lag oder an dem Buch. War leider nicht so meins. Und ich glaube, das war irgendwie auch Teil einer Medium-Mops- oder Rebuy-Bestellung. Auf jeden Fall habe ich das gebraucht, gekauft gehabt. Ich glaube auch relativ günstig. Müssten jetzt tatsächlich auch noch, ah ja, das nächste Buch kommen. Das ist tatsächlich das erste Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Und zwar Die Welt, wie wir sie kannten von Susan Pfeffer, ist der Auftakt einer Reihe und hat die liebe Diana empfohlen, sowohl auf Instagram als auch ein bisschen im privaten Austausch. Und sie hat ja früher auch mal YouTube-Videos gemacht und ich folge ihrem Instagram-Account super gerne. Und ja, da geht es, glaube ich, ja auch um so eine postapokalyptische Geschichte. Ist schon eher ein Jugendbuch und sie sagt auch, Mensch, hoffentlich ist dir das nicht zu jugendlich. Und die muss ich unbedingt nochmal lesen. Und nachdem mir ja Infiziert im Januar, ja, im Januar so gut gefallen hat und ich, wenn ich die Reihe, glaube ich, beendet habe und habe dann Lust auf postapokalyptische Stories, dann, glaube ich, muss dieses Buch her. Denn der Klappentext klingt spannend, das Cover sieht mega aus. Und ich habe es auch gebraucht, wie gesagt, gekauft. Und es ist, glaube ich, auch eine Trilogie, womit
mittlerweile auch alle Bände da sind. Und ich bin total neugierig und gespannt auf dieses Buch und hoffe, dass mir das gut gefallen wird und ich dann auch direkt weiterlese und das weitersuchte. Ja, und das waren sie jetzt wohl auch schon, die 11 Bücher, obwohl laut meinen Fingern es erst 10 waren. Aber gut, vielleicht waren es tatsächlich auch nur 10 Neuzugänge in diesem Monat. Das kann natürlich ein Schreibfehler in der Statistik sein, aber es waren irgendwie 10 und eins davon habe ich nicht gelesen und das ist Die Welt, wie wir sie kannten. Ja, das Buch möchte ich jetzt dann demnächst auch lesen, spätestens, glaube ich, nachdem ich die Terry-Terry-Reihe gelesen und beendet habe und bin schon sehr gespannt darauf, weil das Cover, ja, das ist natürlich schon richtig, richtig cool geworden und ja, ein Buch von 10 Neuzugängen noch auf dem Sub, das ist überhaupt kein schlechter Schnitt, das freut mich. Viel weniger hätte ja gefühlt auch gar nicht ungelesen sein können, sonst hätte man ja meine 100%-Quote. Wäre natürlich auch mal ein Ziel. Also vielleicht sollte man sich tatsächlich die Neuzugänge aus dem nächsten Monat einfach mal ansehen und feststellen, was hat man schon gelesen, was ist offen, um mal so ein Sub-Video zu haben, wo man sagt, ja, 100%, das ist mega, aber das wäre auch irgendwie doof. Also es muss sich, glaube ich, schon irgendwie ergeben und manchmal gibt es ja auch gute Gründe, warum ein Buch noch auf dem Sub liegt. Ja, meistens ist es der Zeitmangel, aber ja. Ja, vielleicht kennt ihr ja auch die Welt, wie wir sie kannten schon und wollt jetzt schwärmen, dann macht das ganz unbedingt unten in den Kommentaren. Lasst uns auch gerne über die gelesenen Bücher ein bisschen in Austausch kommen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.